Nein. Das ist der Morgenstern. Oh, das Licht geht gar nicht. Lass uns schnell rumdrehen. Da, das ist schön. Wollen wir nochmal auf den Teppich? Das macht keiner Fotos von uns, Herr Morgenstern. Nein, jetzt irgendwie nicht mehr, außer wir sind live bei dir auf dem Blog. Achso, nein, ich zeichne auf. Ah, du zeichnest auf, zeichne ja, noch auf. Besser. Ja. Nee, komplett. Was ist? Herr Morgenstern. Ja. Sie haben sich jetzt dazu entschieden, den TFD-Schuh einfach anzuziehen. Ja, weil, also ich finde ja, dass es eigentlich ein verhinderter Hut ist. Deswegen hatte ich ihn ja schon auf dem Kopf. Aber jetzt müssen wir mal Hüte gucken, sind ja auch Schuhe zunächst. Sie sind auch manchmal Schuhe. Und dann müsste man mal schauen, ob man vielleicht, darf ich mal die... Ja, jetzt schreien schon die Leute. Das nur wegen dem Schuh. Nur wegen dem Schuh. Oh, Rucke, die Gu, Blut ist im Schuh. Na, das ist ein Outfit. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt nur Leine. Ich bräuchte einen Seitenstrumpf. Dann käme ich auch rein. Aber mit der dicken Socke, also. Super. So auf eine Jeep. So, ich gucke jetzt mal weiter, was noch alles passiert. Und da muss ich Programm dafür halt. Also ich habe jetzt dein Bier und du hast unseren Schuh. Das verbindet uns schon mal sehr tief. Ja. Und sag mal, was hältst du eigentlich von der AfD? Das macht nicht wirklich viel Spaß mit denen. Und man sieht ja an Abenden wie heute, heute ist keine AfD da, heute haben alle gute Laune. Ja. Im Parlament alle sehen die schön dabei. Man muss ja auch mal festhalten, dass die AfD optisch nicht das Reizvollste im Parlament ist, ne? Nee, also außer der Hundekrawatte, die ist ganz hoch im Kurs. Es gibt ja auch Krawatten mit kleinen Hakenkreuzen drauf, die werden, glaube ich, angebrachter als Hunde, aber da hat er ja die Wahl im Geschäft. Dann ist mir auch noch der Jörn Schlönfeld über den Weg gelaufen. Den kennt ihr bestimmt auch noch aus GZSZ. Das ist dieser hagere Typ, in den immer diese ganzen Teenie-Schlampen verliebt waren. Naja, ich habe ihn dann gefragt, ob er Lust auf ein Interview hätte. Und dann sagt er, er muss ja erstmal mit seiner Agentin telefonieren. Ja, und die hat dann gesagt, dass er zu Nazis keine Meinung haben darf, nachdem ich gefragt habe, was er von der AfD hält. Dann haben wir halt nur ein Foto mit dem Stöckel gemacht. So, jetzt habe ich die aktuelle Miss der CSD getroffen, Gabi Tupper. Also Gabi Tupper, du darfst einfach auf dem Teddy als Mr. CSD, Misterin CSD einfach so im Fummel da sein. Wie kommst du dazu? Ich bin ja hier nicht als Mr. CSD, sondern ich bin ja quasi die inoffizielle Glamour-Beauftragte des Teddy. Ich mache seit 4 Jahren, scharre ich einen Haufen von Drag Kings und Tulpen um mich in Filmoutfits und ja, ausnahmsweise darf die auch mal mit dabei sein, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Ja, nein, ganz großartig. Ich liebe den Teddy einfach und finde es toll, dass so viele Leute sich bereit erklären, ein bisschen mitzuarbeiten, ein bisschen Glamour reinzubringen und Spaß zu haben. Und deswegen hast du dir gedacht, ein bisschen Politik kann ja nicht schaden. Das wird die von mir selten hören. Merkt euch diesen Moment, dass ich von ihr sage, dass es toll finde, dass sie an meiner Seite ist. She's my sister. No. Du hörst dich so an, als hättest du Husten. Nein, mein Leben ist... Er hat immer Husten. Warum zum Teufel habt ihr euch so angezogen, als würdet ihr bei der Sparkasse arbeiten? Weil einer das Geld nach Berlin bringen muss heute Abend. Ja, aber was hat es mit eurem Outfit zu tun? Mein Gott, man darf sich doch mal ein bisschen fresh und frisch. Das ist jetzt zu fresh? Du nennst das Arbeitsoutfit von einem Sparkassenangestellten fresh? Das wäre ein Sparkassenoutfit. Ihr seht es ja, der Pony macht wieder, was er will. Aber der Buffalo und ich, wir haben uns jetzt erstmal durch das Gemüse durchgegraben, zurück ins Foyer. Da sind erneut Homosexuelle, die auch keiner kennt. Ich glaube, es ist ein Fett. Doch, die kennt jeder. Es gibt einen großen Taz-Artikel, der heute mit Jens Spahn heute. Das ist der Mann, der Jens Spahn in die linke Ecke gerückt hat. Ganz genau. Hi. Süß, keine Ahnung, wer das ist. Wir gehen jetzt mal ins Backstage. Ich muss den Buffy trocken führen, da hat sie nämlich gerade mit Bier vollgekippt. Und dann ziehe ich mir die Schuhe erstmal aus und ziehe Turnschuhe an. Wo ist denn der Buffy? Buffy! Buffy! Da ist er. Buffy. Bar sein. Die sind immer so toll. Ja. Ich liebe sie. Ich liebe die. Ja. Entschuldigung. Hallo. Das ich auch vor genau einem Jahr beim Teddy getroffen und es sieht wieder mal fantastisch aus. Ja. Man kennt ja auch immer alle als Transvestit. Transvestit kennt man irgendwann alle. Ich will jetzt sofort einen Sekt trinken und meine Schuhe ausziehen, mir tut alles weh. Buffy, ich glaube übrigens, genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir Programme verteilen sollten.
So, wir sind jetzt erneut im Backstage-Bereich von der Volksbühne und jetzt in den Katakomben. Wir müssen jetzt wieder in den Ballettsaal, aber wir können jetzt nicht mehr oben langlaufen, weil da ist die Fernsehversion vom Teddy vom RBB aufgezeichnet. Meine Haare gehen so nicht, das ist keine Kamera, keine Videofrisur. So, wo Kantine steht doch da? Da steht doch Kantine dran. Ja, es gibt auch keinen anderen Weg zur Kantine. Entschuldigen Sie, da ist ein Mann mit... Wissen Sie, wie es zur Kantine geht? Zur Kantine geht es hier rum, da seid ihr gerade vorbeigelaufen. Richtig. Plattenkeller? Dritte Etage Ballsaal. Hier lang? Okay, weil wir müssen nämlich zum Ballettsaal und uns wurde gehießen, wir müssen unten rumlaufen, weil oben bereits Kunden und Gäste sind. Du hast mich vorhin fotografiert. Ja. Hier sehen Sie wieder den TFD-roten Fußboden, den die Volksbühne extra für die TFD ausgelegt hat. Und darf ich fragen, wie du heißt? Jan Felix. Jan Felix? Jan Felix, du bist sehr transfil, das finde ich ganz toll. Einfach toll. Der Name der Herzen zerstört. Jan Felix. Was Jan bedeutet, weiß ich nicht, aber Felix ist ja der Glückliche. Ne? Und der Jan Felix ist jetzt wahrscheinlich einfach glücklich, dass er besoffenen Transen und Glatzköpfen den Weg zum Backstage weisen darf. Das ist Travestie Deluxe, meine Damen und Herren, und Geschlechter. Ja. Nobel geht die Welt zugrunde. Und ich habe heute noch kein einziges Programm verteilt. Tschüss, Jan Felix. Dankeschön. Ja, tschüss. Jan Felix, ne? Dann trink mein Sekt. Das ist die sehr nette Frau mit Ausstrahlung, die immer hier sitzt und darauf achtet, dass die Transvestiten auch die richtige Tür aufmachen. Einfach top. Komm, wir tanzen. Ich lege mich lieber hin. Dies ist ein Motto, to say... So, es ist jetzt kurz vorm Ende der Verleihung und die ganzen Transvestiten dürfen jetzt nochmal auf die Bühne und ich versuche euch einfach mitzunehmen. Also die Mr. CSD Gabi Tupper ist mittlerweile wahnsinnig angefressen, weil wir nämlich zum falschen Eingang rein sind. Wir müssen jetzt die Treppe hoch und dann Saal rein, weil wir von oben nach unten drinnen in der Mitte reinlaufen. Hieß es. Naja, gucken wir mal, ob das klappt mit den ganzen vollen. Weil da ist auch die Emmy Storm. Los, lauf. Okay, ist das die Tür? Wohin? Was hast du gesagt? Warte auf Gabi, wir warten. And all the referees also. Come on, stay here. Don't be shy, come on. Das war die aktuelle Ausgabe von Draußen mit Frau Weinhaus. Wir waren draußen und zwar erneut bei der Teddy-Verleihung in der Volksbühne in Berlin-Mitte oder so. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie erneut mit mir alles erlebt haben. Eine Social-Media-Schlampe. Ja. Dass Sie erneut mit mir Ihre Freizeit aufs Spiel gesetzt haben, um mit mir alles zu erleben, was ich erlebe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe. Eure Weinhaus Beiser.